Willkommen in diesem Video. Heute bin ich nicht alleine, sondern bei mir ist der wunderbare Stefan Wiesner und wir werden heute mal gemeinsam eure Fragen beantworten. Viel Spaß. Viele haben es sich lange Zeit gewünscht, dass wir mal gemeinsam ein Video machen und zufälligerweise haben sich, sage ich mal, unsere Wege gekreuzt, ja, durch eine Kamera tatsächlich in diesem Jahr und haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir das Ganze mal wirklich machen. Wir haben dazu aufgerufen, auf Instagram Fragen zu schicken und wir machen jetzt ein zweiteiliges Video, das heißt, ein Teil gibt es hier auf dem Kanal, ein Teil gibt es auf dem Kanal vom Stefan und ja, wir werden probieren, die Fragen so gut wie möglich zu beantworten, auch aus verschiedenen Perspektiven. Es gibt kein richtig und falsch, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, das ist auch so spannend, wenn es ums Fotografieren geht und auch ums Lernen. Also viel Spaß. Wir starten mit Frage Nummer 1. Fang ruhig an. Okay. Die lange Version gibt es als Hörbuch, gratis, als Podcast bzw. auch als Buch zu lesen. Die kurze Antwort ist, ganz normal Hobbyfotograf, angefangen mich für Fotografie zu interessieren, immer mit mehr Leidenschaft. Und irgendwann so, wie das so ist mit Männern um die 40, gesagt, irgendwie mein Leben hat keinen Sinn mehr, ich brauche einen neuen Sinn für mein Leben. Und habe dann für mich beschlossen, ich will das richtig lernen, ich will richtig schön fotografieren können. Und bin dann halt über Bücher und YouTube und so weiter irgendwie das Ganze so ein bisschen sich selbst verwirklicht. Tatsächlich im Wesentlichen über YouTube. Als ich damit angefangen habe vor 7 Jahren, gab es noch kaum YouTuber im deutschen Bereich, den Calvin Hollywood, den Krollop, ich weiß nicht, ob es Pavel schon gab, ich glaube, das war es. Und da habe ich gesagt, das kann ich doch auch, deutsche Überheblichkeit, ne? Und habe angefangen und dann ist es halt so ein bisschen selbstständig geworden alles. Das ist so die ganz, ganz kurze Version. Cool, was hast du davor gemacht? Viele Leute, die das nicht wissen? Ich bin Informatiker. Im wirklichen Leben bin ich Informatiker oder war Informatiker und habe tatsächlich in Banken, Versicherungen ganz langweilig im Großraumbüro gesessen. Okay. Krass. Ja, bei mir war es so, ich war im Radio. Ich habe davor zwar schon YouTube auch gemacht. Also ich habe vor 11 Jahren ungefähr angefangen. Also meine Videos gab es vor 7 Jahren auf jeden Fall schon. Calvins Videos gab es auch. Pavels Videos gab es, bin ich ziemlich sicher auch. Colum Gas auch. Aber es gab wirklich nur eine Handvoll. Und ich habe eine Radioausbildung gemacht, weil ich habe damals so gesagt, Ausbildung wäre eine gute Sache, sollte man noch machen. War mir aber zu langweilig, irgendeine Ausbildung zu machen, also habe ich im Radio Klinken geputzt erstmal, habe dann eine Ausbildung aber bekommen, habe da moderiert und irgendwann habe ich aber gesagt, Radio, das könnte ich eigentlich für immer machen auch, so sprechen und man sieht mich ja nicht, das kann ich auch machen, wenn ich quasi alt bin, in Anführungszeichen, aber raus aus diesem Studio, das wäre eine gute Sache, solange ich noch jung bin, ja, solange man noch beweglich ist, agil und so weiter. Also habe ich gesagt, ich kündige meinen Job. Es war aber nicht so, dass ich gesagt habe, ich kündige jetzt meinen Job einfach mal so, sondern ich habe lange Zeit vorbereitet, diese Kündigung und dann auch die Selbstständigkeit danach. Und das war so 2013 dann gewesen. Das ganze Jahr 2013 habe ich quasi 2 Jobs auf einmal gemacht. Die Fotografie, YouTube und alles, was dazugehört hat. Ein Buch habe ich noch geschrieben, auch währenddessen und so weiter. Und aber Vollzeit im Radio gearbeitet. Vollzeit heißt im Radio 50 Stunden. Minimum. Ja, also Montag bis Samstag. Und Sonntag habe ich dann meistens gedreht. Ich stelle noch eine Zwischenfrage. Ich glaube, es wäre auch spannend, wenn wir einfach uns Fragen ausstellen, ne? Die einfach interessant sind. Mit was hast du angefangen zu fotografieren? Also nicht welche Kamera, sondern was für ein Genre? Tatsächlich, ich bin in die Schweiz gekommen 2003 und habe dann angefangen zu wandern und habe beim Wandern fotografiert mit der kleinen Kompaktkamera. Und also wirklich so, Bergsport ist zu hoch gegriffen, aber Wandern in den Bergen. Cool, und dann immer eine kleine Kamera dabei gehabt? Kleine Kamera, dann wurde die jedes Jahr größer und meine Fotos nicht besser. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Kamera löst das Problem nicht, sondern ich muss im Kopf was machen. Das war so die Idee, ja. Lustig. Mhm. Bei mir war es lustigerweise Porträtfotografie. Also ich habe angefangen eigentlich mit Menschen und irgendwann aber gemerkt, Menschen sind auch einerseits cool, aber andererseits auch immer aufwendig und teilweise auch anstrengend. Und dann bin ich irgendwann in die Landschaftsszene geswitcht. Das war auch so 2012 ungefähr, ich glaube nach einer, oder 2011 sogar vielleicht, nach einer Schottlandreise, weil mich Schottland so sehr inspiriert hatte von diesen rauen Landschaften, wilden Landschaften und so weiter, dass ich gesagt habe, Landschaften, das gefällt mir noch mehr als Menschen. Aber Menschen gefällt mir auch immer noch. Aber irgendwann muss man sich halt entscheiden auch ein bisschen und seinen Fokus legen und bei mir war es dann tatsächlich auch Landschaft. Heute würdest du sagen, auch hauptsächlich Landschaft oder was ist so heute dein Fokus? Ja, schon im Wesentlichen Landschaft. Und die witzige Geschichte dahinter ist, als ich angefangen habe YouTube zu machen, da habe ich gesagt, ich mache viel mit Menschen auf YouTube und gar nicht Landschaft, weil das war mein Hobby und ich wollte das trennen, mein Hobby und mein Beruf. Also Landschaft ist privat und Menschen sind halt eben geschäftlich. Yeah. Und meine Fans haben immer gefordert, du machst auch Landschaftssachen und dann mach doch mal Videos drüber. Und erst als ich gesagt habe, jetzt mache ich es beruflich, da habe ich gesagt, jetzt nehme ich die Landschaft mit rein quasi. Und jetzt mache ich kaum noch Menschen. Ja, bei mir ähnlich. Also bei mir ist es so, ich sortiere alles mit Bridge
Und mein Workflow ist eigentlich so, dass ich alles erstmal auf den Karten lasse und auch nichts an der Kamera oder irgendwie sowas Sterne vergebe an der Kamera, sowas mache ich überhaupt nicht. Teilweise sichte ich abends Bilder, sag ich mal, wenn wir jetzt unterwegs sind, reisen, was auch immer, dann sichte ich abends die Bilder, vergebe manchmal in Bridge schon Sterne. Und dann fotografiere ich die Karte, kann man sagen, voll, wechsle die Karte, mache Backups natürlich die ganze Zeit, aber erst zu Hause tatsächlich, also wenn ich in Ruhe wieder bin, fange ich an, tatsächlich diese Bilder zu sortieren und dann auch alles wirklich nur mit Bridge. Ich habe auch nicht ein ausgeklügeltes Serversystem oder was auch immer, ich habe viele Festplatten, auf diesen Festplatten ist alles drauf. Ich bin eher, ich sag mal, ein Mensch mit geordnetem Chaos, ja, als ein krass sortierter Mensch, der alles ganz sauber in verschiedensten Ordnern macht. Dafür habe ich dann meistens Leute, die das machen, ja, weil ich selber zu chaotisch dafür bin. Aber ich diszipliniere mich immer mehr und je aufwendiger das Projekt ist, so mehr muss ich mich auch dazu disziplinieren. Aber tatsächlich bin ich doch privat relativ, nicht chaotisch, aber kontrolliert chaotisch. Wie ist es bei dir? Das ist ja witzig. Du arbeitest gar nicht mit Lightroom, oder? Nee. Okay. Ja. Also in Videos zum Erklären, klar, benutze ich auch Lightroom, aber tatsächlich in meinem Workflow findet Lightroom nicht statt. Habe ich auch schon öfter erklärt, warum. Bei mir ist es so, Lightroom ist mir persönlich zu langsam und es gibt zu viele Sachen, die da drin sind, die es für mich umständlich machen. Also bei mir ist tatsächlich so alles im Bridge und da findet die ganze Sortierung statt. Ich bin auch sehr oldschool, also ich lasse nicht das Programm entscheiden, wo ich was hinkopiere, sondern ich kopiere die Sachen aus Bridge. Also ich gebe mir Sterne und so weiter und dann ziehe ich mir die in Ordner bzw. rechte Maustaste in Ordner und so weiter verschieben. Und dann mache ich alles mit Camera Raw tatsächlich. Also in Photoshop nur Camera Raw öffnen und teilweise speichere ich direkt auch aus Camera Raw raus. Es ist am Ende ja das gleiche wie Lightroom, nur dass ich das über zwei Programme mache, weil, so jedenfalls mein Empfinden und in den Jahren jetzt der Erfahrung ist es so, dass es schneller geht. Also tatsächlich die Performance, gerade mit Hoch-Megapixel-Files, 42 Megapixel aufwärts, ist schneller, wenn ich es nur in Bridge mache und in Camera Raw, als wenn ich Lightroom alle Kataloge laden lasse und irgendwie die Einstellung da drauf habe. Also meine Erfahrung. Wie ist es bei dir? Ich arbeite mit Lightroom und ein bisschen ähnlich. Erstmal alles auf den Rechner, also nicht ähnlich. Ich kopiere alles auf den Rechner und dann sortiere ich grob aus und gebe tatsächlich relativ viel Schlagwort, dass ich Sachen wiederfinde. Ich habe in der Regel einen Ordner pro Projekt oder pro Tag. Wenn ich auf einer Reise bin, dann habe ich einen pro Tag in der Regel oder pro Ort, wo ich bin. Je nachdem, was da mehr Sinn macht. Und nutze Photoshop fast gar nicht. Also eigentlich alles im Lightroom. Es sei denn, es geht halt mal nicht oder so. Ja. Aber im Normalfall alles Lightroom. Okay, und du verschlagwortest alles tatsächlich? Tatsächlich sehr, sehr viel, ja. Weil ich sehr viel in meinen Videos damit arbeite, dass ich mit alten Fotos arbeite. Ich brauche mal ein Foto, wo ein Stativ drauf ist. Oder ich brauche mal ein Foto, wo meine Tochter und mein Hund drauf sind. Oder ich brauche ein Foto aus Berchtesgaden, wo ein Wasserfall drauf ist. Also nicht so diszipliniert, wie man sein sollte. Aber als Informatiker, ich gebe mir sehr Mühe, das strukturiert vorzugehen. Okay. Nee, bei mir ist es so, Schlagwörter benutze ich gar nicht, bis heute tatsächlich nicht, auch wenn ich die Features soweit kenne. Bei mir ist es so, ich benenne die Files, die ich ausspiele, nach diesen Kriterien, ähnlich wie Schlagwörter. Sagen wir jetzt, wir haben Wasserfall, dann würde ich das Bild zum Beispiel nennen, Wasserfall, Berchtesgaden, Herbst, Hochformat zum Beispiel. Dann weiß ich, okay, wenn ich irgendwann danach suchen sollte, zum Beispiel ein Hochformatbild brauche, Hochformat, Querformat, das ist bei mir immer eine Kategorisierung. Und Full und Web ist bei mir immer nochmal eine Kategorisierung, dass ich dann weiß, das ist volle Auflösung oder Webauflösung, weil ich vieles eben fürs Web brauche. Aber manchmal brauche ich die Sachen auch in der vollen Auflösung und dann habe ich sie beides gespeichert und das auch in unterschiedlichen Ordnern. Also ganz so chaotisch ist es nicht, aber zum Beispiel Schlagworte benutze ich gar nicht. Interessant, ja. Okay, das heißt, du arbeitest dann vor allem mit den exportierten Dateien, gar nicht mit, genau, mit den Originaldateien. Die Originaldateien lasse ich, aber die benenne ich auch nicht um oder sowas. Die sind einfach, kann man sagen, in einem Ordner gespeichert, auch ähnlich wie bei dir, nach zum Beispiel Datum oder nach Ort einfach, wo das Ganze entstanden ist. Und die fasse ich aber meistens gar nicht mehr an, nur wenn ich sie irgendwann nochmal brauchen sollte. Ne, dann gehe ich da nochmal rein, aber sonst arbeite ich nur mit den finalen Files und ich habe immer zwei finale Files, einen Web und einen voller Auflösung. Das ist so mein Workflow. Spannend. Dann natürlich gleich die Folgefrage. Jetzt stolperst du über ein Bild von vor 3 Jahren, nimmst du das einfach weiter oder du hast dich entwickelt. Mhm. Also quasi, wie zufrieden bist du noch mit deiner Bearbeitung von vor 3 Jahren? Mit der Bearbeitung meinst du jetzt, ja. Tatsächlich ist es so, dass ich das noch mache. Ja. Also ich bearbeite ab und zu, oder ich sage so, ich hatte eine Phase mal vor so 2-3 Jahren, da habe ich nochmal alte Bilder angefasst, aber heute fasse ich fast gar nicht mehr alte RAW-Bilder an und bearbeite sie nochmal neu, sondern ich habe einfach irgendwann so meinen Flow, meinen Style, mein was auch immer gefunden, wo ich sage, damit bin ich zufrieden. Das ist vielleicht nicht das Beste, ja, aber es gefällt mir und auf Instagram teilweise, gerade jetzt zu Corona-Zeiten war es ja so, bin ich selber nicht viel gereist. Aber trotzdem habe ich alle 2 Tage eigentlich einen Post rausgehauen. Das heißt, da waren viele alte Bilder dabei. Ich glaube, gestern oder so, vorgestern habe ich ein Bild gepostet von 2015. Mhm. So, ne? Und das gefällt mir immer noch. Und wenn ich heute sage, dieses alte Bild gefällt mir noch, klar, dann lasse ich es so. Sonst würde ich es einfach nicht mehr zum Beispiel posten oder nicht mehr benutzen. Aber irgendwie
gefallen mir die alten Bilder trotzdem noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Bilder, die ich 2015 geschossen habe, die sind jetzt zum Beispiel Schrott oder sowas. Wie ist es bei dir? Das ist eigentlich spannend. Es geht bei mir auch so. Ich bearbeite alte Bilder eigentlich auch nicht mehr. Also die sind sehr alt. Ich habe auch so jahrelang gebastelt und irgendwie wildeste Filterzeiten hinter mir und so. Das habe ich so ein bisschen hinter mir. Und inzwischen habe ich mein Stil seit ein paar Jahren eigentlich relativ konstant. Und der ist mit sehr wenig nachbearbeitet. Ja. Das heißt, in der Regel nehme ich tatsächlich das alte Bild einfach nochmal. Ja, cool. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt in der Fotografenkarriere, wenn ich das so sagen darf, dass man seinen Stil gefunden hat und nach 3 Jahren ist der immer noch so. Und vielleicht auch sagt, so eine gewisse Art von Gleichgültigkeit auch. Also ich sage jetzt einfach mal so, dass man auch drauf scheißt, zu sagen, es muss immer noch besser, noch besser, noch perfekter sein. Sondern irgendwann ist einfach, es gefällt mir, es ist gut. Und wenn man vielleicht eine neue Technik nochmal lernt, ne, oder es einen neuen Trend gibt zum Beispiel, wo man sagt, so und so, oder die Technik der Kameras oder der Bearbeitung geht nochmal weiter in andere Richtungen, dann kann man nochmal ausprobieren mit alten Bildern. Aber sonst muss ich auch ganz ehrlich sagen, fehlt mir auch die Zeit. Also ich habe tausende, wenn nicht sogar hunderttausende Bilder mittlerweile. Da fehlt mir einfach die Zeit, das auch nochmal neu durchzugehen und nochmal neu zu bearbeiten, weil wieder so viel neuer Content jedes Mal kommt, neue Bilder werden wieder gemacht und dann beschäftige ich mich meistens eher mit neuen Bildern als mit alten Bildern. Ja, okay. Folgefrage. Deine Fotos, zumindest auf Instagram, sind ja auch nicht so klassisch typisch Instagram-Filter, alles blau-grau und so weiter, gar nicht. Das ignorierst du diesen... Genau, habe ich komplett ignoriert, diesen Trend. Ich habe es mal ausprobiert teilweise, ich weiß auch, wie es geht. Es gibt auch Videos darüber, wie ich das erkläre, wie man das macht und ich kenne die Leute, die das machen und sehr erfolgreich. Damit sind auch alle persönlich oder viele davon persönlich auf jeden Fall, gerade in Deutschland. Aber trotzdem ist es so, man muss ja nicht das machen, was alle machen. Und es ist ja so ein bisschen so ein Hype-Zyklus, sage ich mal. Der ist irgendwann vorbei und dann kommt wieder ein alter Zyklus, der früher mal, wie Mode auch so. Ne? Früher die Sachen in der Mode waren, sind heute wieder da cool. Und ähnlich ist es dann auch so mit Bildern. Und ich habe einfach gesagt, das ist mein Stil, das finde ich persönlich ästhetisch. Ich finde das andere auch ästhetisch. Aber das ist das, was ich machen will. Und diese Richtung fahre ich dann auch. Genau. Die ziehe ich dann auch einfach konstant. Und die Leute sagen, Langzeitbelichtung, das ist langweilig. Bunte Farben sind langweilig. Ich sage, mir egal. Mir gefällt es. Genau. So, nach dem Schwierige Frage. Wie ist es bei dir gewesen? Bei mir ist tatsächlich so gewesen, dass ich mit Fotografie erstmal rein hobbymäßig und dann habe ich halt Freunde fotografiert, Freunde von Freunden, auch dann mal Bewerbungsfotos gemacht. Irgendwann habe ich gesagt, kannst du nicht mal 20 Euro so? Scheiß 100 Euro. Genau. Aber der wesentliche Schritt war eigentlich, dass ich gesagt habe, ich kann Bewerbungsfotos machen und ich mache das für Firmen, also Mitarbeiterprofile oder sowas. Und dafür habe ich dann tatsächlich Gewerbe angemeldet und dann eben Geld genommen. Aber nicht so, dass ich davon leben konnte, sondern das war halt nebenberuflich natürlich. Ja. Ich glaube, heute von der Fotografie zu leben, mit dem, also Hobbyfotograf zu sein und sagen, ich werde jetzt selbstständig und lebe von der Fotografie, ist super schwierig. Ich glaube, da muss man ein bisschen reinrutschen in irgendein Spezialgebiet. Man ist halt der Autofotograf oder der Kochfotograf oder was auch immer. Und dann kriegt man Angebote und sagt man irgendwann, ja gut, jetzt nehme ich tatsächlich Geld. Ja. Oder? Also ich finde, die Frage generell ist immer schwierig zu beantworten, weil es eigentlich egal ist, in welchem Beruf man unterwegs ist, ob es jetzt Fotograf ist, ob es Koch ist, ob es Maurer ist oder was auch immer es ist, weil alles ist irgendwie ein Handwerk und auch wenn Fotografie jetzt offiziell kein Handwerk mehr ist und du nicht mehr offiziell einen Schein dafür machen musst, um das auszuüben, ist es trotzdem, sag ich mal, eine Dienstleistung und ein Handwerk, was man irgendwie in gleicher Art und Weise wie auch alle anderen Sachen, die ich jetzt gerade hier erwähnt habe, anbietet. Und die meisten Leute haben ein Problem damit, dieses Handwerk auszuüben und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Ne? Weil die sind sehr, sehr gut in dem, was sie machen. Sag ich jetzt mal zum Beispiel im Maurern oder im Rohre anschließen oder was auch immer, im Kochen oder eben auch im Fotografieren. Und diesen Schritt zu machen von, ich mache etwas, weil ich es gut kann und es macht mir Spaß oder und ich möchte Geld damit verdienen, sind halt zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und die meisten, die sich da reinstürzen so in dieses Ding, die machen den Fehler, dass sie viel zu wenig Business Skills tatsächlich haben und viel zu wenig wissen, wie sie überhaupt Geld verdienen und was da alles dazu gehört, außer dem Fotografieren, weil das ist quasi die Basis. Und ähnlich wie du es beschreibst, fangen wahrscheinlich die meisten an, irgendwann sagen die Leute, ey, das, was du machst, ist cool, kannst du nicht das auch mal für mich fotografieren? Bei mir war es zum Beispiel damals auch Hochzeiten habe ich ein paar Mal fotografiert, Autos waren es gewesen, das war so auch bei mir ein Fable, ich mochte schon immer Autos und hatte auch Kumpels mit getunten Autos, die habe ich dann irgendwann angefangen zu fotografieren. Aber ich habe auch ganz schnell gemerkt, das als Job zu machen, das würde mir gar keinen Spaß machen. Deswegen habe ich, als ich angefangen habe mit dem Fotografieren, sofort angefangen, also mit dem beruflichen Fotografieren, Ende Radio, sofort angefangen, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Also ich habe gesagt, Fotografieren alleine, das wird mich nicht erfüllen und das wird auch dann mir die Freude quasi daran wegnehmen. Deswegen mache ich gleichzeitig auch zum Beispiel schon ein Buch. Deswegen mache ich gleichzeitig, weil ich es schon damals gut konnte, erklären, also gleichzeitig auch Kurse. Deswegen mache ich gleichzeitig YouTube. Deswegen mache ich gleichzeitig aber vielleicht auch mal noch eine Hochzeit. Irgendwann habe ich gesagt, Hochzeit habe ich überhaupt keinen Bock, nicht mein Ding einfach. Gleichzeitig Landschaften, gleichzeitig fange ich dann mal an, ein Bildband oder einen Kalender oder was auch immer zu machen. Also
sehr früh angefangen, mehrere Dinge schon gleichzeitig zu machen, also sich relativ breit aufzustellen. Man kann das wieder vergleichen jetzt mit einem Restaurant. Da gibt es nicht nur ein Gericht, sondern gibt es viele Gerichte. Ne? Und dann wird vielleicht auch mal die Räumlichkeit vermietet für zum Beispiel eine Festlichkeit oder es wird Catering angeboten oder jetzt zu Corona-Zeiten wird ein Lieferdienst auf einmal hochgezogen. Und das gehört alles zum Unternehmerischen dazu und damit tun sich die Leute am meisten schwer. Und ja, diesen Schritt tatsächlich zu machen, zu sagen, ich mache mich selbstständig zum Beispiel oder ich möchte das beruflich machen, ich möchte damit Geld zu verdienen, sollte man sich sehr, sehr gut überlegen und sich nicht in Träumereien quasi verrennen, zu sagen, ich fotografiere, das macht mir Spaß und Leute bieten mir dafür Geld und das kann ich jetzt als meinen Beruf machen, weil es muss sehr, sehr viel gelernt werden außenrum. Und das hatte man früher in der Ausbildung gehabt. Deswegen ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, so einen, in Anführungszeichen, Zwang zu haben für den Beruf. Rein für den Beruf. Es geht nur um den Beruf. Hobby kann ja jeder machen, was er will. Du kannst ja auch ein Hobby-Heimwerker sein. So, ne? Mache ich auch an meinem Haus, weil es teilweise erstmal sehr, sehr teuer ist und man will selber auch lernen. Es macht auch Spaß. So, ne? Aber es sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich werde jetzt professioneller Fliesenleger oder sowas, weil da gehört halt einfach ultra viel noch an Wissen dazu. Also ich habe tatsächlich ein halbes Jahr Auszeit genommen von meinem Job und gesagt, ich versuche das jetzt mal. Ich lebe mein halbes Jahr nur von der Fotografie und habe dann gesagt, nee, das will ich nicht machen. Das ist mir zu langweilig, nur irgendwie Bewerbungsfotos zu machen. Ja. Und bin zurück in den Job gegangen. Okay. Und dann erst, als das Magazin rauskam, da habe ich dann das Gefühl gehabt, da kann ich von leben, im Sinne von, es kommt Geld rein und ich kann es durch meine Fähigkeiten. Und es ist vielseitig. Wie du sagst, ich bin auch jemand, der muss viel breit sein, vielseitig sein. Sonst wird es mir schnell zu langweilig. Aber das ist natürlich schwierig, Generalist zu sein und davon leben zu können, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Gut zu sein als Generalist ist halt schwierig. Das können auch nicht viele. Ne? Ja. Meistens ist es einfach, sich zu spezialisieren, aber es ist mir zu langweilig. Tatsächlich. Ja, aber das ist halt am Ende auch ein kreativer Beruf und nur diese eine Sache zu machen, nur dieses eine Ding immer zu fotografieren, das ist auch ein Irrglaube, dass es so wäre. Also die wenigsten, oder ich kenne eigentlich keinen Fotografen, der nur eine einzige Sache fotografiert zum Beispiel oder nur diese eine spezielle Sache macht. Also die machen alle unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Projekte. Ich meine jetzt nicht unterschiedliche Sachen im Sinne von, alle machen auch Workshops oder dies oder das oder jenes, sondern fotografieren einfach dann auch verschiedene Projekte, verschiedene Kampagnen, die sehr, sehr unterschiedlich zum Beispiel sind. Aber es ist einfach auch ein komplett anderer Bereich. So wie es einen Dönerladen gibt, gibt es halt auch ein 5-Sterne-Restaurant, gibt es ein 5-Sterne-Restaurant, ich glaube nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ein Sterne-Restaurant. Das ist am Ende alles ein Restaurant. McDonald's ist am Ende auch ein Restaurant, aber trotzdem ist alles komplett unterschiedlich und trotzdem das Gleiche. Und so ist es ähnlich in der Fotografie auch. Und wenn es darum geht, mit was kann man tatsächlich Geld verdienen, ist es tatsächlich ein stetiger Wandel. Und auch 2013 habe ich schon gesagt, nur Fotografie alleine, das wird nicht zukunftsmäßig genug sein, sondern man muss auch eigentlich 2013 damals schon Video lernen und Video mit anbieten. Und so sehe ich es heute immer noch genauso. Wer sich mit sowas selbstständig machen will, also in diesem Bereich, der sollte auf jeden Fall auch die Videografie beherrschen. Und sich einfach damit auseinandersetzen. Ob man es dann tagtäglich macht, ist ja ein anderes Ding, aber die Skills einfach lernen. Bei mir ist es auch so, ich beschäftige mich stetig weiter, lerne neue Sachen, weil es mir auch Spaß macht. Okay, ich hoffe, wir konnten die Frage einigermaßen beantworten. Wir sind teilweise ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, das ist auch ganz spannend. Und vielleicht habt ihr noch weitere Fragen, könnt ihr sie mal in die Kommentare auch reinhauen. Wie schon erwähnt, gibt es zwei Teile. Das war Teil Nummer 1. Den zweiten Teil gibt es auf dem Kanal von Stefan. Ich packe den Link unten in die Videobeschreibung rein. Wenn dir das Video gefallen hat, gib auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Ich danke dir jetzt schon mal in diesem Video. Danke. Cool, dass du mit dabei gewesen bist. Ich habe auf jeden Fall auch wieder einiges gelernt. Ich finde das immer spannend, auch voneinander tatsächlich zu lernen und sich einfach auszutauschen. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und schaut euch das zweite Video an. Tschüss.